Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crash Bandicoot die Sahn-Trilogie. Ja, wir haben in den letzten Part, haben wir die restlichen Edelsteine geholt, die farbenen, und ein paar Zeit-Challenges gemacht. Wir haben heute einen Tag später, Montag, den 17. August. Also einen Tag nachdem ich das gemacht habe, den ganzen Sonntagnachmittag bzw. Sonntagabend. Ja. Heute früh hatte ich das Video noch geschnitten und nachkommentiert. Und ich würde sagen, hier fehlen uns ja jetzt überall noch hier diese Edelsteine oder diese, ja, Kristalle. Und die werden wir jetzt in diesem Part alle holen, beziehungsweise in dieser Aufnahme. Mal schauen, wie weit wir kommen. Zeit-Challenges habe ich die ersten beiden Inseln komplett fertig. Es sind ein paar, die in der dritten fehlen, aber wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich die mache. Wenn ich die noch machen sollte, dann aufs Queen. Ja, wahrscheinlich auch. Ja, mal irgendeinen Sonntag oder so, wenn ich da mal nichts weiter vorhabe. Okay, das ist jetzt. Wir gehen das jetzt mal alles systematisch durch. Hier haben wir alles und hier fehlt uns einer, genau. Und dazu brauchten wir ja einen farbigen Kristall, weil da ja so eine Plattform ist, die sich ja dann erst materialisiert. Ja, wir können jetzt im Pausenmenü, das sehen wir jetzt hier rechts, unter den 88% die ganzen farbenen Edelsteine. Ja, dazu müssen wir natürlich auch alle Kisten holen. Okay. Ja, wir machen es ganz ruhig. So, zack. Hier ist das noch relativ gechillt. Ja, und ganz so lange wird das Let's Play höchstwahrscheinlich dann nicht mehr gehen. Keine Ahnung, wie viele Parts noch kommen werden. Aber wir neigen uns jetzt wirklich dem Ende. Also im Grunde genommen, Story haben wir ja schon abgeschlossen. Beziehungsweise es kommt ja dann noch ein zweites Ende. Stimmt, die gab es auch noch. Ah, das finde ich schon wieder geil, so das Dschungel-Level hier. Haben wir noch eine Maske? Ist hier oben vielleicht noch was? Ich glaube, das waren wirklich bloß drei Kisten oder so, was uns gefehlt hatte. Genau, und hier ist jetzt schon die Plattform. Mit Checkpoint warten wir erstmal. So. Ah. Wärst du so freundlich? So, das sind bloß die drei Kisten, die uns hier gefehlt haben. So, zack, Checkpoints. Das Bonuslevel. Sehr schön. Ja, ich muss sagen, so diese ich nenne es mal Dschungel-Level, die gefallen mir hier echt am besten. Komm doch. Ja, ich wollte bloß mal kurz schauen, ob die alle kaputt gegangen sind. Ah, na klar, das waren ja. War ja TNT. Hier könnte eventuell. Nein, doch nicht. Na, ich dachte, vielleicht ist hier eine TNT-Kiste drunter. Okay, so, da können wir ins Bundeslevel. Ja, hier ist es recht gechillt. Also wie gesagt, wir haben. Das ist das zweite Level von diesem Spiel. So. Ich wollte eigentlich drauf. Dankeschön. So, 5 von 5 Kisten. Ich finde es irgendwie cool mit den Steinen hier.
Achso, wir springen mal lieber drauf. Naja, okay. Ich dachte vielleicht nicht, dass dann irgendwo... Ui, hier ist ja ein Abgrund. So, und hier ist er schon. So, tada. Wie gesagt, das wird jetzt ganz gechillt. Könnte vielleicht die letzten Level stressig werden. Und das eine Level, was erst mit den Updates nachgeliefert wurde, was aus dem Originalteil entfernt wurde, das könnte nochmal etwas hart werden. Okay, hier haben wir das. So, hier fehlt uns auch einer. So, zack. Ah, das ist aber richtig gut. So, richtig schön gechillt jetzt alles hier so. So, das ist jetzt echt gut zu wissen. Also ein gutes Gefühl zu wissen, dass man jetzt eigentlich so das Schwerste mit geschafft hat. Okay. Dann können wir einfach durchrennen. Okay, haben wir doch noch gekriegt. Sehr schön. Ach stimmt, hier war doch irgendwo noch. Genau. Genau, das haben wir gebraucht. In der Zeit sind wir jetzt unverwundbar. Okay, hier haben wir schon das nächste. Oh, das klappt sogar auch bei denen. Das ist cool. Ah. So. Wir lassen uns schön Zeit hier. So, hier haben wir das Bonuslevel. So, 11 von 11 Kisten, sehr schön. Ich glaube, das Level war auch nicht ganz so lang. Da gibt es ja nochmal so ein zweites, so ein ähnliches. Uns fehlen immer noch Kisten, hä? Ach so, wir müssen... Ja, die Plattform ist jetzt... Ich habe mich jetzt gewundert. Ach stimmt, die Plattform ist jetzt da. Und stimmt, hier kamen wir vorher noch gar nicht hin. Ich habe mich jetzt echt etwas gewundert gerade. Okay. Okay, das geht ja noch. Das geht ja doch noch weiter als ich dachte. Hui, das war knapp. Okay. So. War ein komplett neuer Bereich. So. Okay, hier unten ist scheinbar nichts. Nein, oder? Im Ernst, ich brauche die Kiste, um da hochzukommen. Okay, dann machen wir es halt so. Okay, hier sind wir jetzt. Thank you.
Okay, müssen wir doch. Ja, ich habe gehofft, dass wir es vielleicht auch so schaffen. Ah! Wir haben Zeit. Ist garantiert irgendetwas dahinter. Ich schau erstmal hier. Vielleicht ist das auch bloß ein Rückweg. Ah, okay. Ui. Oder eine Abkürzung. Noch eine Kiste. Ich gehe noch mal kurz zurück. Ich weiß nicht, ob es vielleicht in die andere Richtung auch noch ging. Aber wir müssen ja trotzdem die eine Kiste zerstören. Ja, wir müssen hier lang. Was war das? Warum springt er da nicht? Das verstehe ich nicht. Ah. Ja, ich lasse mich am besten dann hinterher runterfallen. Ich tue mich bloß auf die Kiste konzentrieren, als wenn ich dann versuche, irgendwie wieder zurück auf die Sprungkiste zu gehen. Okay. Ja, das war zu spät. Aber hier kommen wir wirklich nicht. Also man müsste den wahrscheinlich irgendwie anders ausschalten. Wie gesagt, wir müssen ja dann sowieso die eine Kiste noch zerstören. Solche Rüche, Rüschen, Essgeräusche, nicht cool irgendwie. Ah, das Schöne ist, das nicht mal ganz so warm. Ich habe zwar trotzdem den Ventilator am Start, aber ich weiß nicht, nicht, dass hier irgendwie an der Seite dann eine Kiste ist. Also ich will auf keinen Fall irgendeine übersehen. Scheint nichts zu sein. Okay, hier warten wir mal. Okay, das ist sehr gut. So. Da warten wir auch noch mal. Okay, das ist das, wo wir hätten, also wo man auch hätte rüber gekonnt. Ja, wollte ich schon sagen. So, den hätten wir. Ah, hier könnte ruhig mal ein Checkpoint sein.
Boah, das Level ist echt größer, als ich dachte. Nein. Okay. Ja, wenigstens fallen wir hier nicht in den Tod. Ah, finde ich cool, dass es da hier noch solche anderen Möglichkeiten eröffnet, wenn man dann so zum farbigen Dings haben. Ah, okay, jetzt müssen wir nochmal, ja, wir müssen sowieso nochmal ganz runter. Und ich fange schon wieder an zu schwitzen. An Händen. Das schafft kein anderes Spiel bei mir, dass ich so an den Händen schwitze. Ah. Wir haben Zeit, ja. Wir haben ihn. Sehr schön. Ja, schönes Ding. 90% abgeschlossen. Es geht voran. Ja, mal schauen, vielleicht kriegen wir das Spiel heute noch durch. Also, ich meine jetzt von den Hauptsachen. Abgesehen von den Zeit-Challenges, wo ich noch nicht weiß, ob ich die weitermache. Ja, kann auch sein, dass ich die dann irgendwann mal nachreiche. Ja, aber da ich so einen riesen Puffer habe, kann es sein, dass ihr da wahrscheinlich keinen, dass ihr das gar nicht mitbekommt, dass da eine riesen Pause dazwischen war. Ja, so. Ach stimmt, das war hier mit den Piranhas. Ah, das Level finde ich auch so geil, so. Die Musik so fröhlich und ja, auch mit dem Wasser, das ist echt geil gemacht. Yeah. War ein bisschen knapp. Checkpoint. So, hier warten wir nochmal, bis das Blatt wieder kommt. Was immer so vor Schnurschelgeräusche macht. So. So, sehr schön. Hui. Ah, okay, das ist jetzt das. Ist natürlich bloß. War das jetzt wirklich bloß die eine Kiste? Ich springe mal. Okay. Ist natürlich Mist, wenn man hier nichts sieht. Aber schon, ja, wenn es wirklich bloß an einer Kiste mangelt, das ist dann schon ärgerlich. So, Bonuslevel. Alle 22 Kisten, sehr schön. Das war schlecht. Ah, hier ist es ja nicht so schlimm, wenn wir da sterben. Also bei den farbenen Edelsteinen, das war schon echt heftig manchmal. Ah, okay, hier ist nochmal so eine Plattform.
Da kam der Pfarrer auch noch nicht hin. Okay, wir haben ihn. Sehr schön. Wie da die Teile im Auskotzt. 91%. Okay.